When I'm Lad in Earth gehört zweifellos zu den großen Arien der Opernliteratur. Purcell hat es in der Form eines Klagelieds, eines Lamento, komponiert. Und es gehört zu der Handvoll barocken Lamenti, die den Hörer wahrhaftig zu Tränen rühren können. Er hat dieses Stück ungemein effektiv geschrieben. Die Arie beginnt mit einem abwärts gerichteten, chromatischen Motiv in der Bassbegleitung, das zu einem tieftraurigen Ostinato wird und in der Folge verändert 11-mal wiederholt wird. Tito hat beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Sie beginnt die Arie mit einer kontrastierenden Aufwärtsbewegung. Doch die darauf folgenden, wiederholten, abwärts gerichteten Verzierungen auf Lied offenbaren gleich zu Beginn ihre Gedanken an den nahen Tod. Purcell hat den Effekt dieser Stelle noch durch ein weiteres Element verstärkt, denn die Stimme bildet bei der Silbe am, die zwischen den beiden Worten lad liegt, mit dem Basso Continuo einen Tritonus, der das Gefühl der Leere ins Unermessliche steigert. Hören wir die Stelle noch einmal. Die Oper Dido and Aeneas ist lediglich mit Streichern und Basso Continuo orchestriert und diese spärliche Begleitung verleiht der Arie ein Gefühl der Leere. Purcell hat die einzelnen Stimmen sehr unabhängig voneinander gesetzt. Der Kontrast zwischen der chromatischen Begleitung und der in Molltonart gehaltenen diatonischen Stimme erzeugt eine Spannung, die Didos extremen Seelenzustand für den Hörer erlebbar macht. Im zweiten Teil der Arie führt Purcell in der Singstimme ein weiteres Element ein, das durch seine Einfachheit berückende Remember Me. Die Sängerin wiederholt die Phrase mehrmals und mit dem letzten Remember Me lässt Purcell die Musik in tröstliche Höhen schweben, bevor es mit Forget My Fate zum Schluss in die Tiefen der Verzweiflung geht. Die Arie endet mit einem Orchesterepilog. Dabei durchwandert die oberste Stimme der Streicher eine ganze Oktave chromatisch nach unten.
Diese Stelle verleiht der Arie einen letzten, erhabenen Moment und zeigt so die Endgültigkeit des Todes von Dido auf. Hören Sie die Arie nun in der berühmten Interpretation von Janet Baker.